Es ist schon etwas länger her, dass wir über den Diebstahl der zerlegten Blockhäuser am Katzengnadenhof an der Windmühlenstraße berichten mussten. Gefunden wurden die Teile übrigens nie. Doch Konrad Trummer ließ sich nicht entmutigen. Mittlerweile begrüßt ein schönes zweistöckiges Blockhaus den Besucher des Vereins Katzeninsel. Freilich muss es innen noch weiter eingerichtet werden. Aber es ist schon eine starke Leistung, die Konrad Trummer hier ganz ohne fremde Hilfe vollbracht hat. Was sich Neues gemacht hat, ist ein neues Haus, Büro, Wohnhaus-Ding entstanden. Das ist von einem Eingang. Wohlgemerkt, ich musste das ganz alleine aufbauen, weil viele, die wo mithelfen wollten, keine Lust hatten, mir dabei zu helfen. Aber jetzt kommen sie an und dann rummotzen und rummeckern. Das Blockhaus, das in Verbindung mit anderen, die wo mir schon mal gezeigt worden sind, die kleineren, habe ich aus Großkreuz von Betana. Das ist eine Blockhausfirma und ein ganz großer Katzenfreund, weil auf dem Grundstück bei der laufen auch 20 Katzen rum. Und daraufhin hat er mir eben das für die Katzen gespendet. Das waren Ausstellungsstücke in die alten Bundesländer und die wurden eben abgerissen, weil sie den Platz räumen mussten. Und dann habe ich eben ohne Plan nur nach Foto musste ich das aufbauen. Also Pläne hatte ich nicht dazu gehabt. Nach fast 15 habe ich einen Balken. Und die musste ich alleine da hochhieven und alleine aufbauen. Knapp 3 Monate. Das ist 70 Quadratmeter Wohnfläche, hat das. Man kann das normal drin wohnen und so. Aber ich meine, es macht auch mich persönlich stolz, dass ich das hingekriegt habe, weil die Firma, in der Firma, von der, wo ich die bekommen habe, Wetten abgeschlossen worden sind, dass ich das Haus alleine nicht hinkriege. Und der Chef hat die Wette verloren. Ich kann immer Hilfe gebrauchen, wohlgemerkt. Keine Besserwisser und keine Leute, die wie ich in letzter Zeit oft genug hier waren. Das muss geändert werden, das muss geändert werden. Aber ich habe keine Zeit dazu. Das muss ich ständig hören. Ich meine, wenn einer was verändern will und so, dann kann er auch Veränderungen machen. Weil mir wird immer unterstellt, ich bin uneinsichtig, die Leute dürfen keine Veränderungen machen. Wenn einer Veränderungen macht, dann muss er auch öfters kommen und nicht bloß heute und morgen kommen, sondern dann müssen sie auch dafür da gerade stehen und diese Veränderungen aufrechterhalten. Zufälligerweise kam bei unserem Besuch gerade ein Transporter und brachte gebrauchte Türen vorbei. Das ist eine Firma, eine Baufirma, die machen irgendwo einen Fruchthof, den die umbauen. In Magdeburg. Und die Türen, das sind Volltüren, die brauche ich wieder, weil ich für meine Ziegen hin, für mein Heu, mein Stroh und eine Unterstellmöglichkeit brauche, die wo trocken ist. Weil neue Sachen kann ich mir ja nicht kaufen, wie bekannt ist. Och, ich habe wenn da genauso viel zu arbeiten. Ne, ich sage jetzt, fangen wir an, mir den Schuppen zu bauen noch für ein Ding. Und jetzt habe ich erstmal die ganze Heizung neu machen müssen. Weil eben nicht das Material hatte, muss ich so nach und nach. Es gibt viele Sachen. Da müssen hier mal die ganzen Dinge auch mal gestrichen werden innen, nochmal neu. Also es gibt vieles zu tun. Ja, ich habe mittlerweile 180 Katzen hier, weil in letzter Zeit auch etliche auf dem Parkplatz in Pappkarton abgestellt worden sind. Das ist natürlich nicht die feine englische Art, die Gutmütigkeit von Konrad Trummer auszunutzen. Wer also wirklich den Gnadenhof unterstützen möchte, sollte seine Schritte schnell in die Windmühlenstraße lenken. Hilfe wird dort immer benötigt.